Moin Leute, heute gibt es mal wieder ein kleines Turnier FMA, denn ich darf heute auf einem ganz besonderen Turnier reiten. Und das ist das Turnier der Sieger. Das Ganze ist in Münster vor dem Schlossplatz. Das heißt, ich darf vor dem großen Münsteraner Schloss reiten. Da freue ich mich mega drauf. Und ja, eigentlich ist es ja ein Turnier, wo immer nur die ganz Großen sozusagen reiten, die jetzt so S-Springen oder in der Dressur bis Grand Prix oder so gehen. Und deswegen freue ich mich da mega drauf, dass ich auch auf dem Platz reiten darf, denn dort sind einfach mega große Tribünen drum und zu und so. Und ich glaube, das wird einfach mega, mega cool, mal dort auch Erfahrungen zu sammeln. Und ja, ich darf dort einen A-Springen reiten für Kreis Steinfurt, denn dort gibt es eine Prüfung, die heißt Münsteraner Pferdestärken. Und dort treten mehrere Teams oder Mannschaften sozusagen gegeneinander an. Und es muss halt immer einer jeweils in A bis S Dressur und in A bis S Springen reiten. Und ja, ich darf das A-Springen reiten, mega cool. Und ja, wir haben die Ponys gerade schon reingeholt, damit der Rocky noch ein bisschen Zeit jetzt in der Box hat, sich so ein bisschen entspannen kann und so. Und ich habe jetzt gerade hier auch schon den Anhänger eingeräumt und so. Und ja, wir werden den Rocky uns jetzt gleich mal schnappen und dann erstmal putzen. So, der Rocky ist jetzt schon fertig geputzt. Ich werde ihm hier jetzt noch sein anderes Halfter drauf tun, ein Eskadron-Halfter, weil das Plüsch-Halfter ist ja jetzt ein bisschen warm. Und ja, wir haben ihn jetzt schon fertig geputzt und so. Dann kann es jetzt gleich losgehen. Ne? So, der Rocky ist aufgeladen. Da ist er. Und ja, irgendwie bin ich schon total aufgeregt. Ich freue mich einfach mega, dass ich da reiten darf. Und ich hoffe, es klappt auch so, wie ich es mir hoffe. Aber ich denke, Rocky rockt das schon, ne? Wir sind jetzt gerade angekommen, haben dem Rocky hier schon mal seine Tür aufgemacht, damit er ein bisschen rausschauen kann. Und ja, wir stehen hier ziemlich weit weg auf so einem Parkplatz vom Schloss. Und deswegen werden wir jetzt erstmal mit unseren Rollern zum Schlossplatz fahren, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Da können wir schon mal unsere anderen Teampartner sozusagen treffen und so. Wir sind da. Und dort ist das Schloss. Ich kann jetzt gerade nicht so gut sehen, doch dort hinten. Und so sieht der Platz aus. Bisher ist hier jetzt noch Dressur, weil ja jetzt gleich alles erst mit der A-Dressur startet. Aber nachher wird hier dann ein ganzer Springparcours stehen. Und wie man sieht, hier sind die ganzen Tribünen auch schon ziemlich voll. Nachdem wir uns so ein bisschen auf dem Gelände umgeschaut haben, sind wir Rocky fertig machen gegangen. Wir haben noch so ein bisschen was von der Dressur gesehen. Und ein bisschen später sind wir dann losgegangen. Und nach der Dressur waren wir auch sehr gut sozusagen mit unserer Mannschaft. Wir lagen auf dem ersten Platz nach der M-Dressur. Und ja, dann musste ich mit Rocky rübergehen, weil das A-Springen ja sofort schon nach der Dressur anfing. Und ja, hier sieht man auch nochmal so ein bisschen das Gelände drumherum und gleich sehen wir auch nochmal die Zeltstraße sozusagen. Hier sieht man dann auch ein paar Stände und die Stallungen und so. Ja, hier rein, ich rock die dann jetzt schon so ein bisschen locker. So, ich bin Rocky ja jetzt gerade schon ein bisschen abgeritten. Jetzt geht's für uns in den Parcours. Abgehen bin ich dann schnell wieder zu Rocky gegangen, denn ich war in dem A-Springen dann schon siebte Starterin und ich musste mit Rocky ja noch so ein bisschen warm springen. Beim Springen ist es so, dass jede Mannschaft immer zwei Reiter an den Start gehen lässt und ich war für Steinfurt die zweite Reiterin
Und dadurch, dass unsere erste Reiterin Fehler hatte, war es erstmal wichtig, dass ich null reite. Ich bin trotzdem schon ein bisschen vorwärts geritten, weil es halt ziemlich lange Wege immer so zu den nächsten Sprüngen waren. Und Rocky ja auch meistens ziemlich sicher ist. Jetzt gleich wird es auch einmal ein bisschen groß. Hier. Aber Rocky hat das richtig, richtig toll gemacht. Und wir waren null und richtig schnell. Nach dem Springen haben wir Rocky dann erstmal weggebracht, weil die Siegerung am Ende dann ohne Pferd war. Und zwischen dem Springen und der Siegerehrung war noch eine Prüfung, die mit dazugehörte. Und zwar war das ein Ponyrennen. Dort geht immer ein Pony für einen Verein sozusagen an den Start. Und ja, sozusagen, also sitzen jetzt keine echten Menschen drauf, sondern nur Puppen. Und das ist einfach mega, mega lustig, wie man hier jetzt sieht. Für uns ging dieses ganz, ganz kleine schwarze Pony dort an den Start. Das aller kleinste, was da war. Und schaut mal, das war sogar in der ersten Runde die ganze Zeit Zweiter. Da sieht man es nochmal. Es ist einfach so mini gewesen. Aber leider haben ihn dann jetzt gleich hier die anderen beiden überholt. Das war total schade. Aber ich finde, der Kleine hat einfach richtig gekämpft. Hier ist wieder die Startlinie. Münsterländer Pferdestärken, meine Damen und Herren. Sparkasse Münsterland Ost präsentiert uns diesen herrlichen Abend. Und ich gebe das Mikrofon an unseren Starter Otto Becker. So, zweiter Lauf. Alle fertig. Zählen wieder runter. 3, 2, 1, los. Okay. Also, 3, 2, 1, Start. Es gab dann noch eine zweite Runde. Dort waren dann andere Ponys dran, aber halt auch wieder hatte sozusagen jede Mannschaft wieder ein Pony. Diesmal war es das Pony oder beziehungsweise das Mädchen mit dem pinken Haaren, was dort gerade auch auf dem zweiten Platz ist. Und das blieb auch so. Also die Ponys müssen immer zwei Runden laufen. Und ja, unser Pony wurde dann am Ende zweiter Platz. Hat jemand mitgerechnet? Also wir haben mitgerechnet, zumindest Alfred. Alfred hat mitgerechnet. Und wir haben in diesem Jahr einen tollen vierten Platz und gratulieren Warendorf mit 141 Punkten. Steinbund auf Rang 3. Münster auf 2 mit 149 und Kurzes auf Rang 1. Glückwunsch mit 152 Punkten. Bleiben Sie bitte bei uns. Große Siegerplatzierung. Alle Reiter und Reiterinnen kommen nochmal zu uns und dann werden wir sie feiern, die Pferdesportler, die heute Abend hier so erfolgreich sind, hier im Kreis der Sparkasse Münster. Bleiben Sie bitte bei uns, meine Damen und Herren.
Über den hervorragenden dritten Platz freut sich in diesem Jahr das Team von Herbert Schmerling aus Steinfurt. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich gar nicht mehr bei euch gemeldet. Auf jeden Fall hat es mega Spaß gemacht. Mega cool, dass ich das für den Kreis Steinfurt dort gewinnen konnte, das A-Springen. Leider haben das sozusagen nicht so gehalten, dass wir so weit vorne geblieben sind. Am Ende waren wir nur noch dritter Platz, aber das ist natürlich auch trotzdem gut, weil ich ja eine mega, mega große Schleife bekommen habe. Die ist einfach mega cool. Und ja, also ich bin mega stolz auf Rocky, dass er das so gut gemacht hat, weil er mich ja auch einmal gerettet hat, als das so ein bisschen groß war und so. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, Rocky war gar nicht so beeindruckt von der großen Kulisse. Er war ganz der Alte oder sozusagen so wie immer. Und ja, wir werden jetzt schlafen gehen. Es ist ja schon sehr, sehr spät. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Like a rhapsody out of spite. Give me a cue to start the show. Give me 1, 2, 3, let's go. Let me just rem-